Das 19. Jahrhundert neigt sich dem Ende zu. Millionen Menschen kommen nach Chicago, um ein Ereignis zu sehen. Die Weltausstellung von 1893. Sie inspiriert Schriftsteller und läutet das Zeitalter technologischer Wunder ein. Für 6 Monate verwandelt sich das Ufer des Lake Michigan zum Paradies. Doch wo Schönheit ist, da ist oft auch das Böse. Im Schatten dieses Spektakels versetzt ein Mann die Nation in Angst und Schrecken. Der Serienmörder von Chicago. Sommer 1894. Rebellierende Arbeiter setzen die Gebäude der Weltausstellung in Flammen. Tausende Schaulustige eilen zum Messegelände. Ein Jahr zuvor. 6 Monate lang ist die Welt zu Gast in Chicago. Zur Weltausstellung 1893. Hier präsentiert sich die Zukunft. Elektrizität. Der erste Freizeitpark. Das erste bewegte Bild. Die Fotopostkarte. Der amerikanische Treueeid. Das Riesenrad. Erfrischungsgetränke. Der Hotdog. Und die weiße Stadt. Davon werden viele noch ihren Enkelkindern erzählen. Eine riesige Kulisse aus weißen Gebäuden, umgeben von weiten Kanälen und handgemeißelten Statuen. Eine Attraktion, die Besucher zu Tränen rührt und 1894 durch einen Brand zerstört wird. Es ist sagenhaft, wie das entstand, wie es die Stadt und die Welt für ein Jahr beglückt und dann komplett vernichtet wird. Feuer und Gewalt. Ein sehr amerikanisches Ende. Das ist vielleicht der perfekte Abschluss für diese Ausstellung. Sie erwuchs aus der Asche des großen Feuers von Chicago und endete in Asche. Ashes to ashes. Ein Jahr zuvor. Nicht weit vom Messegelände entfernt bietet ein Hotel Unterkunft für die zahlreichen Gäste in Chicago. Ein Ort, wo unvorstellbar Böses mit jungen Frauen geschieht, während sich die Menschen auf der Weltausstellung amüsieren. Das Paradies auf der einen, die Hölle auf der anderen Seite. Die Geschichte Chicagos im Jahr 1893 ist die Geschichte von Idealisten. Sie müssen enorme Herausforderungen bewältigen, um ein Jahrhundertereignis auf die Beine zu stellen. Von Mai bis Oktober diesen Jahres stehen sich das Gute und das Böse gegenüber. Denn ein Mann namens H.H. Holmes nutzt das Geschehen für seine dunklen Absichten. Es ist kein Zufall. Die Zeit fordert es heraus. Ende des 19. Jahrhunderts ist Chicago die amerikanische Metropole schlechthin. Auf dem Weg in das 20. Jahrhundert. Mark Twain nennt es das goldene Zeitalter. Von außen betrachtet erscheint alles hell, aber im Inneren zeigt sich die dunkle Seite der Stadt. Chicago, eine Stadt des knallharten Kapitalismus. Bisher nie dagewesener Wohlstand und eine große, schnell wachsende Mittelschicht. Gleichzeitig entsteht aber auch eine enorme Unterschicht. Über 75% der Bewohner sind Einwanderer, die für einen Hungerlohn arbeiten. Verbrechen gehören zum Alltag. Ein ganzer Stadtteil, das Levy, ist in krimineller Hand. Es ist eine Stadt ohne Regeln. Wie viele Industriestädte gerät auch Chicago Ende des 19. Jahrhunderts außer Kontrolle. Aber es ist auch die Stadt der Möglichkeiten und des Wachstums. Der große Brand von Chicago 1871 hatte alles zerstört und ermöglicht nun die Entstehung einer neuen Stadt.
Chicago entstand 1830 aus nur 25 Menschen und entwickelte sich aufgrund des perfekten Transportwesens zur am schnellsten wachsenden Stadt der Welt. Dem Illinois- und Michigan-Kanal folgte der Ausbau des Zugverkehrs. Bis 1850 führte praktisch jede große Eisenbahnlinie der Vereinigten Staaten durch Chicago. Die wiederum brachten neue Industrien wie die Fleischverarbeitung, die Holzindustrie und die Produktion von Schienenfahrzeugen in die Stadt. Es war einfach überwältigend. Die Menschen glaubten, alles tun zu können, was sie wollten. Und weil sie so dachten, machten sie es oft auch so. Die Energie dieses Ortes war überwältigend. Ich glaube, kein Ort, nicht einmal New York, hatte so ein zentrales Geschäftsviertel wie Chicago. New Yorks Geschäftsviertel erstreckte sich über lange Boulevards. Wenn du also in der Grand Central Station in New York ankamst, war man gleich im Herzen der Stadt. Doch dort gab es nicht so viel Geschäftstüchtigkeit an einem Fleck, so wie in The Loop, dem Downtown-Bezirk von Chicago. Der Lärm war ohrenbetäubend. Und natürlich hattest du die Hochbahn über dir. Klack, 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 klack. In den Reiseführern stand damals, dass eine Zugfahrt von New York nach Chicago eine Reise in die Zukunft sei. Auch Herman Mudgett wird von Chicago und den Lichtern der Großstadt magisch angezogen. 1886 steigt er in Chicago aus dem Zug, legt seinen alten Namen ab und wird zu Dr. H. H. Holmes. 1,73 Meter groß, von schmaler Statur, mit stechend blauen Augen. Ein Mann typisch für diese Stadt. Sein charmantes Auftreten verdeckt seine dunkle Seite. Niemand wäre Holmes wohl verdächtig vorgekommen. Er sah aus wie eine ganz normale Person. Gerade höflich genug, um dadurch harmlos zu wirken. Im Alter von 26 Jahren hatte er sich als Betrüger durch den mittleren Westen geschlagen. Kriminelle Psychopathen sind erfinderisch. Sie begehen die verschiedensten Verbrechen, von Wirtschaftskriminalität bis hin zu Gewaltdelikten. Holmes ist das perfekte Beispiel. Er beging vor allem Versicherungsbetrügereien, manchmal mit Mord, manchmal ohne. Schnell fühlt er sich wohl in dieser neuen, florierenden Stadt. Das vergoldete Zeitalter in diesem neuen Chicago bietet zahlreiche Gelegenheiten zum Betrug. Und immer neue Opfer laufen direkt in die Falle. Erstmals in der Geschichte verlassen junge Frauen den Schutz der ländlichen Heimat. Sie wollen Freiheit. Und die finden sie hier. Tausende von Frauen sehnen sich nach Unabhängigkeit. Die Möglichkeiten der Stadt müssen einen unglaublichen Reiz für Tausende von jungen Frauen im ganzen Land gehabt haben. Auf diese Frauen hat es Holmes abgesehen. Er sieht in ihnen nur ihre Mitgift und ihr geerbtes Vermögen. Sein kriminelles Tagesgeschäft. Aber etwas ist noch verlockender: ihre Verwundbarkeit. Und eine Nachricht verspricht, noch mehr junge Frauen zu ihm zu locken. 1889 entscheidet die USA die Ausrichtung einer Weltausstellung. Die Messe bot ideale äußere Umstände. Sie schuf Holmes den perfekten Ort, um zum menschlichen Raubtier zu werden, und das sehr lange unentdeckt. Während die Weltausstellung Holmes frische Beute verspricht, ist es für Amerika die passende Gelegenheit, ein Land darzustellen, das fortschrittlich in das 20. Jahrhundert schreitet. Und es gibt den passenden Anlass dafür, das 400-jährige Jubiläum der Entdeckung Amerikas durch Christopher Columbus. Die Stadt, die Gastgeber dieser Ausstellung sein darf, würde den Respekt der ganzen Nation gewinnen. Chicago tritt gegen die etablierten Großstädte New York, St. Louis und Washington D.C. an. Die älteren, reichen Städte im Osten Amerikas nennen Chicago anspruchslos. Unvergessen titelte die New York Sun: Achtet nicht auf die Prahlereien dieser windigen Stadt. Eine Kampfansage. Diese Stadt, die sich nach dem großen Brand von 1871 wieder aufrichtet, hat etwas zu beweisen. Chicagos Einwohner spenden Zeit und Geld in die Bewerbung der Weltausstellung. Holmes hat eigene Pläne. Er braucht einen Ort für seine kriminellen Machenschaften. Eine Apotheke im District Englewood ist perfekt. Innerhalb eines Monats stirbt der Besitzer.
Holmes überzeugt die Witwe, ihm den Laden zu verkaufen. Wenig später verschwindet auch sie. Im Februar 1890 wird verkündet, dass Chicago Austragungsort der Weltausstellung wird. Holmes Aufmerksamkeit ist geweckt. Wehrlose Beute wird ihm in die Hände fallen. Stellen Sie sich eine freie Wildbahn vor, in der ein Löwe nach Herzenslust jagt. Genau das passierte dort. Nur, dass er die Maske eines Menschen trug, die verschleierte, dass er in Wirklichkeit ein Raubtier war. Die Weltausstellung steht auf jedem Titelblatt. Zur gleichen Zeit sucht Dr. H.H. Holmes eine junge Sekretärin. Neben einem guten Lohn bietet er eine Unterkunft nahe dem zukünftigen Messegelände. Die Bauarbeiten für die Weltausstellung beginnen an einem kalten Wintertag. Der Arbeitsaufwand ist gigantisch. Eine ganze Stadt soll binnen 27 Monaten errichtet werden. Ich denke, jeder hätte gesagt, das ist schon zu spät. Nur ein Bauunternehmen ist in der Lage, ein so gewaltiges Projekt zu stemmen. Burnham und Root, die meistgefragteste Firma der Stadt. Daniel Burnham und John Wellborn Root waren so etwas wie die Alpha-Tiere der Hochhaus-Ära. Zwei Männer, die das erfolgreichste Unternehmen führten und die besten und schönsten Gebäude in Chicago bauten. Das Monadnock-Gebäude, das Reliance-Gebäude, die St. Gabriels-Kirche und den Eingang zum Union Stock. Burnham und Root können den Gestalter des New York Central Parks, Frederick Olmsted, für ihr Großprojekt gewinnen. Er soll die größte Landschaftsgestaltung Amerikas in Angriff nehmen. Über 3 Kilometer Wasserwege, Lagunen und Gärten. Olmsted entscheidet sich für ein 242 Hektar großes Stück Land am Stadtrand, am Ufer des Lake Michigan. Dort planen Burnham und Root den Bau von 200 Gebäuden, die mehr als 60.000 Exponate aus der ganzen Welt beherbergen sollen. Aber der sumpfige Boden erschwert die Arbeit erheblich. Es gibt Bilder von den Ausgrabungen. Die Arbeiter benutzten Schubkarren, reihenweise Schubkarren. Burnham wählt die 10 renommiertesten Architekten Amerikas, um das Herzstück der Weltausstellung zu kreieren. Eine Ansammlung majestätischer Bauten mit dem Beinamen The White City, die weiße Stadt. Doch es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Arbeit nimmt kein Ende, das Wetter ist schlecht, der Boden noch schlechter. Es gab diese Zuversicht des vergoldeten Zeitalters, diese Einstellung, nein, wir schaffen das. Doch noch bevor der Bau richtig anfängt, kommt es zur Katastrophe. Kurz nachdem sie den Auftrag für die Bauarbeiten bekamen, erkrankte Root plötzlich und verstarb kurz darauf. Und Root war das Genie dieser Firma. Dieser Mann war der Visionär. Burnham wuchs nun über sich hinaus. Seine organisatorischen Fähigkeiten, sein Verhandlungsgeschick und sein Auge für Details waren unglaublich. Ungefähr 832.842.040 Details waren zu beachten, um alles rechtzeitig fertigzustellen. Eine der gewaltigsten Anstrengungen aller Zeiten. Heroic civic efforts of all time. Jetzt muss Burnham die Verantwortung für die ganze Umsetzung alleine übernehmen. Der Tod Roots wirft einen Schatten auf die Vorbereitung der Weltausstellung. Doch die wahre Dunkelheit steht noch bevor. Nur ein paar Kilometer entfernt erbaut sich H.H. Holmes sein eigenes Traumprojekt. Ein Hotel, dessen Zimmer er an Besucher der Weltausstellung vermieten will.
Auf den ersten Blick ist es nur ein riesiges Gebäude. Im Erdgeschoss befinden sich kleine Geschäfte, in den zwei oberen Geschossen 35 Zimmer zur Vermietung und Holmes Büro. Aber dahinter verbirgt sich ein wahres Horrorhaus. Im Grunde kann man sich das Gebäude als ein Sinnbild seiner selbst vorstellen. Ein sehr kompliziertes Gebilde, das im Inneren nicht das ist, was es von außen zu sein scheint. Im Mai 1892 kommt Emmeline C. Grant, eine schöne junge Frau aus Indiana, nach Chicago. Dr. H.H. Holmes stellt sie als Stenografin ein. Sie findet ihren neuen Arbeitgeber unglaublich charmant und sie wird gut entlohnt. Er wusste, was Frauen wollen. Er wusste, wie sie sich bei ihm wohlfühlen. Was auch immer diese Anziehungskraft ist, er hatte sie und nutzte sie bei jeder Gelegenheit. Aber der Schein trügt. Holmes hält um ihre Hand an. Kurz darauf lockt er sie in ein Zimmer seines Hotels. Eines jener Zimmer, die er luftdicht und fensterlos konzipiert hat. Es dauert nicht lange, bis ihr die Luft ausgeht. Sein nächstes Opfer sperrt der hinterhältige Doktor in einen anderen Raum. Mit Gasdüsen, die er von einem geheimen Zimmer aus bedienen kann. Vor der Tür lauscht Holmes ihren letzten Atemzügen. Über Monate nutzt Holmes sein Hotel dazu, weitere Opfer in die Falle zu locken. Manche vergast er, an anderen führt er Experimente durch. Gelegentlich seziert er seine Opfer sogar bei lebendigem Leib. Die Skelette verkauft er an medizinische Fakultäten. Er genoss die Macht über Leben und Tod, das Leid seiner Opfer. Macht und Kontrolle ausüben, das treibt ihn an. Er entwickelt neue Zimmer für das Horrorhaus. Die Weltausstellung eröffnet bald und neue potenzielle Opfer kommen in die Stadt. Er entwirft alles selbst. Er ist sein eigener Bauherr. Dafür beschäftigt er verschiedene Handwerksunternehmen. Er kündigt den einen, stellt die nächsten ein, kündigt dann noch diesen. Somit gibt es niemanden, der alle Winkel seines Hauses kennt und versteht. Holmes tut alles Nötige, um bis zur Weltausstellung fertig zu werden. Mit dem Fahrrad fährt er zur nahegelegenen Baustelle des Veranstaltungsgeländes. Er beobachtet die Vorbereitungen. Immerhin wird die Weltausstellung seine Beute anlocken. Wie tausende Einwohner Chicagos zahlt auch er den Eintrittspreis, um das Spektakel der Bauarbeiten zu sehen. Sie sind fasziniert vom Ausmaß der Bauten. Das bei weitem größte und anspruchsvollste Projekt ist die Weiße Stadt. Sie soll so schön, so großartig werden, dass man noch in Hunderten von Jahren von ihr erzählen wird. Das Bauteam entwickelt eine Form der Spritzlackierung, um die großen Gebäude zu streichen. Man benutzt einen gipsartigen Kunststein anstelle von Marmor. Francis Millay war der leitende Dekorateur. Er war es, der den Einfall hatte, all diese Gebäude weiß zu streichen. Millay entwickelte ein Sprühverfahren, um rechtzeitig fertig zu werden. So schön die Weiße Stadt auch sein wird, für die Ewigkeit wird sie nicht sein. Dafür reichen weder Zeit noch Geld. Jeder, der zur Weltausstellung kam, dachte, all dies sei dauerhaft. Und es sah ja auch solide aus. Wie aus Stein gebaut. Die Menschen wunderten sich, als sie erfuhren, dass all das aus Gips war. Und noch mehr enttäuschte sie zu hören, dass alle Gebäude noch im selben Jahr niedergerissen würden. Es wäre schön gewesen, diese ideale Stadt am See zu erschaffen. Aber es wäre viel zu teuer geworden. Und sie wären niemals in so kurzer Zeit von gerade einmal 2 Jahren fertig geworden.
Der Gedanke der Weltausstellung ist, dass sie vorübergehend ist. All diese Ausstellungen entstehen für ein paar Monate, dann sind sie vorbei und die Bauten werden abgerissen. Unnachgiebig treibt Burnham die Heerscharen seiner Arbeiter an. Sogar im Winter, als Schnee und Sturm die Arbeit gefährlich machen, verlangt er Tag- und Nachtschichten von ihnen. Es passieren mehr als 700 Unfälle und es gibt 18 Tote. Die Weltausstellung von 1893 eröffnet am 1. Mai. Endlich ist es geschafft. Dort auf den Stufen der Verwaltung befand sich ein goldener Schalter. Präsident Grover Cleveland hielt eine Rede. Er drückte den goldenen Schalter, der die Stromquelle in Kraft setzte und die Weltausstellung zum Leben erweckte. Ein Schleier fällt von der 20 Meter hohen Statue der Republik. Fontänen sprühen Wasser 30 Meter in den Himmel empor. Nahezu 250.000 Menschen, darunter Staats- und Regierungschefs, Würdenträger und Adlige, stehen im Schatten der Weißen Stadt. Die Statuen gleichen denen aus Europa. Und wohin das Auge blickt, atemberaubende Lagunen und prachtvolle Gärten. Nie zuvor hat es so etwas gegeben. Menschen begannen zu weinen, sobald sie den Ehrenhof betraten. Man kann sich vorstellen, welch mächtigen Eindruck die prachtvolle Szene an diesem klaren Sommertag hinterließ. Ein Bauer sagte zu seiner Frau: Weißt du, Emily, es war es wert, auch wenn es uns eine Stange Geld gekostet hat. Es hatte einfach diesen märchenhaften Charakter, den man einfach nicht glauben konnte. Den Besuchern wird Thomas Edisons Bildröhre vorgestellt, eine Maschine, welche die ersten bewegten Bilder zeigt. Und Live-Vorführungen von Ferngesprächen am Telefon. Milton Hershey entdeckt auf der Messe eine Maschine aus Deutschland zur Herstellung von Schokolade und kauft sie. Es ging um Technologie. Es ging um Chicagos Stimme für Amerika, die der Welt sagte: Hier sind wir. Wir sind eine industrielle Macht. Wir sind ein wundervoller und verwegener Ort. Wir kennen unser Schicksal und wir gehen geradewegs darauf zu. Du gingst in das Produktionsgebäude und sahst das elektrische Bügeleisen, den Staubsauger, die Toilettenspülung, Bequemlichkeiten, die das alltägliche Leben verbesserten. Du konntest das Gebäude der Elektrizität besuchen und dort einem Orchester lauschen, das in New York Musik spielt und via Telefonleitung übertragen wird. Man fragt sich wohl: Christopher wer? Die Feierlichkeit zum 400-jährigen Jubiläum der Entdeckung Amerikas hatte nicht mehr viel mit Kolumbus zu tun. Helen Keller kommt mit 13 Jahren zu der Weltausstellung. Sie bleibt dort 3 Wochen lang. Später als Schriftstellerin wird sie erzählen, dass sie in dieser Zeit zur Frau wurde. Daniel Burnham, der nach dem Motto lebt: Mach keine kleinen Pläne, die werden das Blut nicht in Wallung bringen, hat eine grandiose Weltausstellung erschaffen. Und das in nur 27 Monaten. Sie übertrifft alles bisher Dagewesene. Was Burnham jedoch nicht ahnt, ist, dass der Weißen Stadt ein Unheil bevorsteht. Im Juli 1893 machen sich Minnie Williams und ihre Schwester Nanny auf den Weg nach Chicago. Bereits ein paar Monate zuvor lernte Minnie den charmanten Dr. Holmes kennen. Er bot ihr zunächst Arbeit an und heiratete sie kurz darauf. Wie alle Psychopathen findet auch Holmes für jeden eine Verwendung. Menschen sind entweder von Nutzen oder im Weg.
Der einzige Grund, sich mit ihnen abzugeben, liegt darin, dass sie seinen Absichten dienen. Minnie besitzt etwas, das Holmes unwiderstehlich findet. Ein 40.000 $ Grundstück in Texas. Und nur ihre Schwester Nanny steht ihm im Wege. Der Plan des Serienmörders? Er will sie nach Chicago zur großen Weltausstellung einladen. Am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, erreichen sie den Schauplatz der Ereignisse. Sie passieren die Eingangssäulen wie all die anderen 27 Millionen Besucher. Ehrfürchtig schreiten sie durch die weiße Stadt. Sie sehen Frederick Olmsteds Meisterwerk städtischer Gartengestaltung, die bewaldete Insel. Sie fahren in einer Gondel, begleitet von einem Musikensemble. Sie bestaunen wilde Tiere und exotische Bauchtänzerinnen. Als Wissenschaftler betrachtest du vielleicht die neuesten Exponate in der Halle der Wissenschaften. Als Gourmet kannst du die kulinarischen Köstlichkeiten verschiedenster Länder probieren. Aber Spaß soll auch sein. So entstand das Wort Midway, der mittlere Weg. Du siehst ein Dorf aus Java und gehst durch die Straßen von Kairo. Du besuchst einen deutschen Biergarten. Und du beobachtest Bauchtänzer, was damals als skandalös galt. Du drehst dich um und triffst auf Menschen, die wie in Afrika lebten. Und du hast von Afrika noch nie gehört. All das war wie ein Wunder. Du gehst an einem Essensstand vorbei und probierst eine Kleinigkeit. Es schmeckt dir und du erfährst, dass es Cracker Jacks sind. So etwas wie Popcorn. Nach der kulinarischen Stärkung kann man eine Fahrt auf George Ferris' neuester Erfindung antreten, dem Riesenrad. In dieser Nacht führt Holmes die beiden Schwestern auf das Dach einer der Bauten, von dem aus die Schaulustigen ein Feuerwerk bewundern. Der perfekte Ausklang des Tages. Sie fühlen sich wie im siebten Himmel. Doch ihr Glück währt nicht lange. Am nächsten Morgen lässt Holmes Nanny einen Brief an ihre Familie schreiben. Sie würden ein Schiff besteigen und über den St. Lorenz-Strom quer durch Nordamerika in See stechen. Das war der große Plan. Im Grunde sagten sie ihrer Familie somit Lebewohl. Nachdem der Brief verfasst war, bittet er Nanny, ihm ein Dokument zu bringen, das er angeblich in einer der luftdichten Kammern vergessen hat. Später erleidet Minnie ein ähnliches Schicksal. Nach den Morden kehrt Holmes immer wieder zur Weltausstellung zurück. Seine Täuschungskunst lässt sich ideal mit der Ausstellung verbinden. Er hat alles perfektioniert. Und so schafft er es, die Frauen in seine böse und tragische Welt zu locken. In den Zeitungen im Bundesstaat Illinois erscheinen immer mehr Geschichten von Frauen, die das Großereignis besuchen und daraufhin verschwinden. Im Oktober 1893 endet die Weltausstellung. Ein gewaltiger Erfolg. Und die Welt, sogar New York, muss zugeben, dass es die größte Weltausstellung aller Zeiten war. Ein weiteres Verbrechen überschattet die Schlusszeremonie. Kurz vor dem offiziellen Abschluss wird der Bürgermeister Chicagos von einem geisteskranken irischen Einwanderer erschossen.
Er gibt der Weltausstellung ein metaphorisches Ende. Die geplanten Feierlichkeiten werden abgesagt. Die Ausstellung endet tragisch. Still und leise verschwindet die Weltausstellung aus Chicago. Nach und nach wird abgebaut und die Lichter gehen aus. Es waren einmalige, unwiederbringliche 6 Monate. Ich stelle mir vor, wie jemand dem Riesenrad, einem Gebäude, seinen Erinnerungen, einen Abschiedskuss zuhaut. Aber Gott weiß, dass alle Menschen, die hier waren, Erinnerungen mit sich nahmen, die sie wohl auf ihrem Sterbebett vor Augen hatten. Es war einfach zauberhaft. Auch Dr. H.H. Holmes, dessen Jagdrevier die Weiße Stadt war, ist verschwunden. Die Gläubiger dicht auf den Fersen flüchtet Holmes aus Chicago und bahnt sich seinen Weg nach Philadelphia. In seinem Schlepptau Geschäftspartner Benjamin Peterzer, mit dem er einen Versicherungsbetrug begehen will. Die Männer planen, eine Lebensversicherung auf Peterzel abzuschließen, seinen Tod vorzutäuschen, ihn zu verstecken und seinen Körper durch einen Kadaver zu ersetzen. Alles, was sie dann noch tun müssen, ist auf die $10.000 von der Versicherung zu warten und unter sich aufzuteilen. Aber Holmes wäre nicht Holmes, hätte er keine Hintergedanken. Das entscheidende Puzzlestück, das Peterzel fehlte, war, dass er das Opfer sein würde. Und so tötet Holmes ihn auf besonders teuflische Weise. Er entstellt sein Gesicht durch Verbrennungen, um es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Doch Versicherungsdetektive bekommen einen Hinweis. Holmes hat seinen ersten Fehler begangen. Er hatte 9 Bekanntschaften von seinen Betrügereien erzählt. Im November 1894 landet Holmes wegen Versicherungsbetrug hinter Gittern. Aber er bleibt gelassen. Denn die Ermittler wissen noch nichts von seiner kriminellen Vergangenheit. Der selbstbewusste Holmes gewinnt das Vertrauen seiner Gefängniswärter. Die Wärter mochten ihn sehr. Sie verbrachten viel Zeit mit ihm, tauschten sich aus, bevorzugten ihn. Er war ein großartiger Insasse. In seiner Zelle beginnt Holmes, seine Autobiografie zu schreiben. Komm mit mir, wenn du magst, schreibt er, in ein kleines, ruhiges Dorf in New England. Während er das Bild eines jungen Mannes aus der Kleinstadt im Bundesstaat New England inszeniert, kommen die Ermittler dem Ausmaß seiner Verbrechen auf die Spur. Ahnungslose Geschäftspartner und unschuldige junge Frauen sind nicht seine einzigen Opfer. 3 der Kinder von Benjamin Peterzel werden vermisst. Und die Fahnder vermuten, dass Holmes dahinter steckt. Die Suche nach den Peterzel-Kindern wird zur Sensation. Wie ganz Amerika verfolgt auch Holmes die Nachrichten täglich in der Presse. Noch immer zuversichtlich, seine Spuren gut verwischt zu haben, findet er die Suche unterhaltsam. In Wahrheit hatte er die Kinder verschleppt, bevor er ins Gefängnis kam. Er spielte ein sorgfältig geplantes Versteckspiel mit ihnen, versprach ihnen ein Wiedersehen mit der Mutter, ließ sie dann jedoch nicht wieder gehen. 1895 findet man den Leichnam der 15-jährigen Alice Peterzel und ihrer 11 Jahre alten Schwester Nellie im Keller eines Hauses in Toronto. Nach hunderten Hinweisen wird der Körper ihres 8-jährigen Bruders Howard in einem Schornstein einer Kleinstadt entdeckt. Die Nachricht über den Tod der Kinder steht auf jedem Titelblatt. Wenn Holmes fähig ist, Kinder zu töten, was hat er dann noch alles getan? Und wo? In Chicago steht die Polizei vor einem Rätsel. Im Juli 1895 beginnt sie mit der Durchsuchung von Holmes' Chicagoer Hotel. Schnell stellt sich heraus, sie sind auf der richtigen Spur.
In dem Hotel, das Holmes entworfen hat, offenbart sich ihnen ein Anblick des Schreckens. Sie entdecken die luftdichten Kammern, in denen Holmes seine Opfer erstickte. Manche Räume hatten eiserne Wände. Gasleitungen, die Holmes aus seiner Suite heraus bediente, verströmten Erdgas in den Zimmern. Ein Schacht führt hinab in den Keller. Das Hotel ist ein Labyrinth aus 35 Zimmern und 51 Türen, einem falschen Aufzug und Falltüren. Er hatte ein Gebäude entworfen, das eine Folterkammer im Keller und ein Krematorium besaß. Des Weiteren Geheimgänge und alle möglichen Einrichtungen, die ihm erlaubten, seinen Gästen aufzulauern. Es muss furchterregend für die Polizei gewesen sein, der so etwas noch nie begegnet war. Sie gehen runter in den Keller und da wurde ihnen alles klar. Sie finden Kalkgruben und Säurefässer, die dazu benutzt wurden, die Körper zu zersetzen. Es gab einen Seziertisch samt chirurgischer Instrumente, die mit Blut befleckt waren. Und schlimmer noch. Überreste von Haaren, Knochen und Kleidern. Mordfabrik lautet die Schlagzeile der Chicago Tribune. Die Entdeckungen erstaunen die gesamte Nation, auch Dr. H.H. Holmes. Unruhig geworden, beginnt Holmes sich in seiner Zelle Sorgen zu machen. Zeitungen verbreiten die grauenvollen Funde aus seinem Hotel im ganzen Land. Er war fassungslos. Er musste fassungslos gewesen sein und dachte, davonzukommen. Jeder Psychopath denkt, so schlau, so genial zu sein, dass er mit allem davonkommt. Endlich ist der Serienmörder enttarnt und zur Strecke gebracht worden. Sein Geheimnis ist gelüftet. Es gibt keinen Betrug mehr zu begehen, keine jungen Frauen mehr in den Tod zu locken. Wie viele Menschen er aber wirklich ermordet hat, bleibt ein Rätsel. 9 sind es mit Gewissheit. Aber Spekulationen legen mehrere Dutzend nahe. Es könnten Hunderte sein. Niemand weiß es genau. Im November 1895 wird Dr. H.H. Holmes zum Tode durch den Strang verurteilt. Als ihm klar wird, dass er sterben muss, beginnt er ein Geständnis niederzuschreiben. Es scheint der richtige Zeitpunkt gekommen, notiert er, die Details der 27 Morde bekannt zu machen. Meine Unschuld zu beteuern ist zwecklos. Das Bedürfnis, berühmt und berüchtigt zu sein, der Narzissmus, alles kontrollieren zu wollen, davon zeugen alle diese Schriften. Seine Autobiografie, die verzerrten Erzählungen, all das diente nur dem Zweck, sich wichtig zu fühlen, immer weiter die Menschen, Gedanken und Systeme zu manipulieren. Es endet nie, bis er selbst endet. Ich bin mit dem Teufel in mir geboren, schreibt er. Ich konnte mich der Tatsache nicht erwehren, dass ich ein Mörder bin. Genauso wenig wie der Dichter die Inspiration kontrollieren kann. Holmes ist nicht nur ein Mörder, er ist der schlimmste Serienmörder aller Zeiten. Erst bekennt er sich zu Hunderten von Verbrechen, dann wiederum rudert er zurück und behauptet, wohl um die 27 Morde begangen zu haben. Am 7. Mai 1896 endet Holmes Schreckensherrschaft als einer der ersten Serienmörder Amerikas. Gefasst geht er die letzten Schritte auf den Galgen zu. Neun Tage vor seinem 36. Geburtstag. Die Gefängniswärter sollen geweint haben. So sehr ist er ihnen ans Herz gewachsen.
Holmes' letzter Wille? Einzementiert beerdigt werden. Ein doppeltes Grab, 3 Meter tiefer als üblich. Der Sarg mit Zement gefüllt, innen wie außen. Der Serienmörder hatte verzweifelt darum gebeten. Gleichzeitig bat ein Doktor um Holmes' Gehirn, um zu untersuchen, was ihn zum Verbrecher machte. Die Vorstellung quälte ihn, dass jemand seinen Körper sezieren und entweihen könnte. Der Mann, der in seinem Leben so viele Menschen tötete, bekommt es nun selbst mit der Angst zu tun. Holmes liegt auf einem katholischen Friedhof nahe Philadelphia begraben. Sein Hotel will ein Geschäftsmann in eine Touristenattraktion verwandeln. Es gibt sogar schon einen Namen: die Burg des Schreckens. Doch das Weltausstellungshotel brennt vollständig nieder. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Sie glaubt, jemand will es samt all seiner Geheimnisse ausradieren. Das Hotel des Todes verschwindet aus dem Gedächtnis der Stadt. Und mit ihm der Name Dr. H.H. Holmes. Moderne Städte wie Chicago haben in ihren Geschichtsbüchern keinen Platz für Serienmörder. Ich denke, ein Grund, weshalb er in Vergessenheit geriet, ist dem goldenen Zeitalter geschuldet. Es war eine Zeit, in der jeder das Großartige erwartete. Holmes war einfach zu abgründig. Er passte nicht in die Vorstellung von einem goldenen Zeitalter. Ein Jahr nach der Weltausstellung kommt das Feuer. Die weiße Stadt steht in Flammen. 100.000 Schaulustige wollen dieses Spektakel sehen. Fast alle Gebäude werden zerstört. Die Weltausstellung von Chicago ist nun endgültig Geschichte. Aber die Stadt hat seinen Platz als Metropole auf der Weltkarte erhalten. Es war ein Phänomen für sich. Eine kleine Stadt, an die niemand glaubte, machte es besser, als es je zuvor gemacht wurde. Vielleicht hat jede Stadt einmal so einen Moment, wenn alles zusammenpasst und man verkündet, wir sind eine Weltstadt geworden. Für Chicago war es das Jahr 1893. Die Weltausstellung präsentierte dem 19. Jahrhundert die Zukunft. Elektrizität und Technologie. Innovationen, die ein besseres Leben versprachen. Auf ihre ganz eigene Art waren die Weltausstellung und Dr. H.H. Holmes die Vorboten einer neuen Zeit. Aus den USA wird das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Metropolen entstehen und ziehen Serienmörder an, die sich im Chaos der Städte verstecken.